Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Tekken 2 auf dem Kettle MC Server mit unserem Lieblingsrobotling Trollera. Hallo. Ja, und heute wird Scheiße eingeläutet, wortwörtlich, denn unsere Kühe, die haben viel zu lange hier in freier Wildbahn gelebt. Die werden jetzt eingepfercht und ihre Scheiße wird ihnen quasi aus den Därmen direkt gezogen. Und dafür haben wir unseren Gülle-Experte natürlich direkt eingeladen. Und Gülle-Experte. Und ja, wir haben zahlreiche Items, nämlich den Sewer, einen Fertilizer und einen Komposter, die ganze lustige Prozesskette. Und wir gehen schon direkt mal zum Ort des Grauens. Und ja, hier habe ich ein bisschen die Sache hoch verlegt, dass man hier ein bisschen nach oben gucken kann. Das ist natürlich nur ein ästhetischer Mehrwert, sonst wirklich gar nichts. Und ja, hier, das ist scheiße langsam. Wir haben immer noch keine Energie. Wir müssen wieder den Notstromgenerator anpumpen dafür. Aber das soll sich jetzt ja erstmal ändern. Ja, jetzt können wir mal gucken, wie wir das planen, ne? Was meinst du? Wo sollen wir jetzt theoretisch... Also, ich würde erstmal überlegen, wo der Fertilizer hinkommt. Ja, das ist eine gute Frage. Der muss an so einen Ort wie auch der Plant Gatherer, also an eine der vier... Ja, natürlich, an den Himmelsrichtungen. Ja, wäre eigentlich sinnig, von den Stromwegen an Kielen hinzusetzen, ne? Ja, dann müssen wir nur schauen, dass da keine Kühe drüber laufen. Ja gut, das müssen wir ja so oder so, ne? Ja gut, jetzt setzen wir halt einen Zaun oben drüber. Das ist ja... Bereiten wir mal ruhig vor hier, dann kommt dieser Scheiß hier weg. Ja, geritzt. So, dann hole ich den schon mal. Fertilizer. Genau, da schmeckt er sich schon mal ein Range-Add-on rein. Da können wir mal gucken. Working Area. Obergeil. Gut. Ja, der ist dann auf jeden Fall schon mal glücklich. Und braucht natürlich dann noch schön Energie. Aber habe ich auch 51 Flux-Cable. Energie und eine Item-Pipe irgendwie. Ja, natürlich. Klar, wieder beides. Okay, dann müssen wir natürlich schauen, wie wir das machen, ne? Vielleicht kannst du ja schon mal dann Energie unten machen. Das wäre so eine Sache. Und dann gucke ich mal hier mal oben mit den Item-Pipes. Genau, machst du wirklich am besten da drunter und daneben können wir dann sagen, pumpen wir den Müll dann wieder ab, halt klar. Mhm. Gibt es hier nicht irgendein Item, was so funktioniert, ohne dass man da immer die Redstone-Insulins braucht? Also ich weiß ja auch nicht. Das ist schon befremdlich. Gut, der braucht jetzt ja einen Input, weil der ja mit, der kriegt ja dann die fertige Scheiße, ne? Ja. Ja, den Fertilizer. Ja, das ist noch euphemistisch ausgedrückt, das stimmt. Dann braucht der ja nur die normalen Golden Transport Pipes, gehe ich mal von aus. Oh, ist natürlich auch schön hier. Oh, und das Ding ist hier fast voll mit Sludge. Das ist, soweit ist es schon. Oh ja, wirklich. Das ist verrückt. Ja, das läuft natürlich dann auch echt sehr, sehr langsam. Ja, da müssen wir auch noch gucken, dass wir uns im Sludge dann irgendwie bemühen. Ich würde sagen, dass wir dann auch hier direkt drunter irgendwo dann den Komposter packen. Ja, natürlich, die Komposter, das, vielleicht bräuchten wir da auch da mal ja, noch einen mehr, theoretisch, das ist so die Sache. Wo hättest du den so strategisch hingepackt? Vielleicht direkt einfach hier drunter. Ja, ja, das ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Weiß nicht, ob der noch so ist wie früher bei MFR, also... Na schade, da muss man doch manuell rausziehen. Früher bei MFR hat er das ja immer automatisch rausgepackt. Da hatte der so, keine ja, Slots, gut. Sondern da hatte das automatisch... rausgeschoben, aber hier braucht man... Nee, hier muss man wieder die ganze Chose machen, okay. Der kriegt dann Gülle in Reinform, das stimmt natürlich, ja. Und da können wir theoretisch unten oben mal gucken, wo wir dann jetzt sagen, wir haben ja 7 Stück, wo wir die strategisch platzieren. Das ist natürlich viel zu viel. Und von den anderen dann nur 1, ist natürlich Balancing. Sollen die Kühe diesen Platz haben oder sollen wir das noch enger machen? Ich weiß nicht, ob das denen gegönnt ist. Also eigentlich haben die eigentlich sehr wenig verdient. Einfach weil sie existieren. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall erstmal einen hier in die Ecke und dann, obwohl, wo lohnt sich das Range Upgrade? Ja doch, ich glaube, hier greift er theoretisch am meisten ab. Eigentlich könnten wir hier ja noch so einen Zaun in der Mitte durchziehen. Ja, dann haben die nur so ganz kleine Parzellen. Da fühlen die sich gar nicht mehr wohl. Das ist eine gute Idee, ja. Das machen wir. Das ist eine Scheiße. Okay, Dude, hier ist natürlich dann vorbei. Das ist so dumm. Ja, natürlich, aber es muss so sein. Würde ich sagen, ja, wir kriegen hier mal einen hin. Machen wir hier mal schön mit einem Abstand. Und dann machen wir einen in die Ecke damit. Gut, die müssen dann natürlich immer genau hier draufstehen. Ja, ja, natürlich. Aber die machen wir dann auch. Wahrscheinlich machen wir dann noch die Zäune auch dann noch so, ne? Das ist ja dann auch. Ja, die sollen sich nicht wohlfühlen, die sollen kacken. Das ist. Man muss ja mal Prioritäten setzen hier. Die sind nicht zum Spaß haben hier.
Ich mach unten schon mal. Ja, wir haben theoretisch auch eine Treppe, ja. Mhm. Da wird ich weiß es wohl, die Dinger ja, klar. Unten stehen. So, hier machen wir mal einen Sewer. Oh, hier ist es schon in der Wand, da müssen wir natürlich mal schauen dann. Hier, der kriegt, glaube ich, mal ein Range-Upgrade, würde ich behaupten. Plus 4. Okay, und dann machen wir hier nochmal. Hallo. Ach, hier hinten kommen gar keine hin. Ach so, ja, also erstmal hier. Erstmal drüber rum, denke ich mal. Das ist, weil da ist, glaube ich, die Wand auch drunter. Das ist noch nicht fertig gebaut. Wäre leichter, wenn wir das jetzt irgendwie hier vorne erstmal machen. Das kann sich ja noch schön upgraden über die Zeit. Alter, es ist echt übertrieben hier. Da geht's weiter. Das ist echt herzallerliebst. Und dann kommen da noch ein paar Parzellen hin. Echt gut. Können wir hier schon mal abstecken, wie wir das dann später, wie wir die hier reinquälen. So. Das ist echt maximal daily. Aber gut, hier gibt's mit dem Ranch. Hier können sie. Oh, ich glaube, hier lassen wir den mal ein bisschen Auslauf. Das ist hier, haben sie ein bisschen Luxus. Da müssen wir da ein Upgrade reinpacken. Ja, hier ist ein Upgrade drin, genau. Range Upgrade, ja. Boah. Der dicke. Ey, eigentlich könnten wir hier diese beiden noch weiter hier hinten setzen. Weil ja, die werden abgedeckt, ne? Mhm. Bis hier deckt der da hinten noch ab. Dann machen wir das mal ganz fix, ja. Gut, ob hier direkt eine Kuh steht, kann die sich hier befreien? Ja, könnte sie, glaube ich. Machen wir nochmal hier. Sicher, sicher. Wir wollen ja hier nicht, dass sie sich befreien. Hier brauchen wir keins, das stimmt, ja. Mhm. Gut, wunderbar. Ich denke mal, so kommen wir doch erstmal hier zurecht. Und hier machen wir das. Da haben wir jetzt erstmal nur 6 in Anführungszeichen. Gepflanzt. Oh, ich hoffe, dass die wenigstens das automatisch rausschieben können. Ich glaube, hier passiert überhaupt nichts automatisch, oder? Seit wann brauchen die Strom? Ja, habe ich auch gerade schon festgestellt. Das ist cool, ne? Die brauchten früher nie Strom. Naja, ich hoffe, das ist alles schön selbsterhaltend hier, Alter. Aber die Dampfenergie macht schon unverschämt viel Strom, muss ich sagen. Mhm. Das ist schon mal unser Vorteil. Ja gut, da haben wir doch eigentlich schon die Qualzellen schon vorbereitet. Das ist doch sehr erfreulich. Wieder hell. Professionell, wie wir sind. Und. Nee, jetzt müssen wir die noch mit Strom versorgen, ne? Unten, oder ist das schon alles? Nee, ne? Nee, wir müssen ja sowohl Strom als auch die Rohre für die Scheiße da dran packen. Die Rohre für Scheiße, das stimmt. Ja, und, dann auch irgendwie die Scheiße da rausziehen. Die Rohre für Scheiße ist ja gar kein Problem. Wir haben ja hier genug Platz, theoretisch. Kommt dann alles aus der Wand dann theoretisch, ja. Also dann packen wir daneben die Rohre und da drunter die Energie, oder wie? Würde ich behaupten, ja. Mhm. Immer drunter die Energie, dann kann man das so unten andocken. Dann würde ich jetzt hier schon mal über die... Ja, aber der gibt die auch nicht automatisch aus, ne? Da müsst ihr da wahrscheinlich auch wieder mit Redstone Engines hantieren, oder wie ist das, ne? Denke schon. Das ist belastend, aber kriegen wir auch hin, also insofern. Früher war es besser. Ja, ich hätte auch mich dafür eingesetzt, wäre ich da früher involviert gewesen, den Mind Factory Reloaded Port hier reinzubringen. Der ist nämlich noch so schön, wie er mal war. Aber der ist nie veröffentlicht worden, aber wie gesagt, Technik scheißt ja auf sowas. Da kann man es ja einfach benutzen. Den kann man schön kompilieren. Ja, klar. Ich hätte da ja auch ein paar Anpassungen auch selbst gemacht, glaube ich, schon mal. Echt? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe da mal... hatte ich irgendwie wild rumgefuckt. Das war ja in Altipack 4, war das ja auch drin. Uff. Ich dachte immer, ich wäre so der Einzige, der den entdeckt hat. Ach so, nee, das ist leider Gottes, muss ich dich leider hier enttäuschen. Das ist der war mir so wichtig, weil das für Vorgang ist halt dann doch, wenn man in die Nostalgie guckt, nicht mehr so ganz das Nonplusultra. Vor allem für so ein Ticket wäre das echt gut gewesen, aber F. So, jetzt sind hier die scheiße Sachen gehen schon mal in Ordnung. Gehen wir hier mal auch nochmal eine Pipe. Es mangelt an Redstone Engines. Das ist natürlich auch belastend, die würde ich dann eben noch gleich machen. Machen wir erstmal frei. Machen sie sich frei. Und dann, genau, kann hier die Scheiße schön... Man könnte die Dinger ja auch mit den Flux-Cables bepowern. Hier müssen wir da doch, klar. Ja. Oder was hast du vor? Nee, die hast du schon gebaut. Ich meine die hier.
Wooden Pipes kann man damit auch bepowern. Ach so, das hier, das wäre natürlich albern. Der steckt ja dann schön seine Energie rein. Ja, ich hoffe, der verpulvert da nicht zu viel. Ich weiß nicht, wie die sich verhalten. Wahrscheinlich nicht allzu schlau, gehe ich mal von aus. So, und der ganze Spaß muss ja hier in den... Oh nein, hier liegen Seeds rum. Das heißt, vermutlich ist hier schon was gedroppt. Ja gut, nee, da müssen wir natürlich auch noch gucken. Wir haben keinen Überlaufschutz hier, klar. Das ist so eine Sache. Mhm, da müssen wir uns auch nochmal theoretisch drum kümmern. Das ist die Sache, ja. Das ist wahr. Gut, dann machen wir hier mal auf. Hier hatten wir gerade gesagt, ja. Das wird auch schön, Alter, ich sag's dir. So schön. Nicht. Aber zweckdienlich. So. Scheiße, kommt an. Das ist eine Kacke. So, schauen wir mal. Die können ja dann schön hier drunter her verlegt werden. Ja. Unter den Energierohren. Ja. Das kriegen wir hin. Ich finde, diese Energiepipes sind aber auch absolut nicht nostalgisch. Nee, die natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, was man damals genommen hat für so RF-Kram. Aber das auf jeden Fall nicht. Da hast du wohl recht. Ist nicht von Buildcraft die hier? Ach, diese Energy, die klar, stimmt. Mhm, ja. Aber die sind einfach zu viel zu billig dafür, diese Flux-Cables. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, in der 1.12 nutzt Buildcraft auch gar nicht mehr RF bzw. Forge Energy, sondern wieder MJ, wie in der 1.6. Das kann wirklich sein. Das ist natürlich mega befremdlich. Ach du Scheiße. Naja, es ist schon cool. So, hier muss auf jeden Fall nochmal der Zaun, damit die nicht ausbüchsen hier. Hey, wie sollen die da denn ausbüchsen? Nee, aber da auf Ideen kommen. Also aus ihrem Radius ausbüchsen, so mal dies. Ach so, ja. Das stimmt. Dürfen die ja nicht, die dürfen sich ja hier keineswegs da entfremden hier. Scheiße. Okay, wir sind beim Kampf, jetzt ist klar. Jetzt ist die Frage, wie viele Kühe pro Käfig? Ich weiß nicht, wie die das aushalten, ne? Also würde ich erstmal natürlich spammen. Wir können ja erstmal, so je nachdem wie viele du hast, erstmal eine pro Dingen reinpacken. Und ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin, ja. Und dann stopfen wir die weiter voll. Ja, vollstopfen ist gut, das ist wunderbar. Da gönnen wir uns die schon mal. Oh ja, hast ja genug Kühe. Ja, die sind eigentlich schon, die haben sich. Zombie, mit dem möchte ich mich jetzt nicht anlegen. So, auf die Zuhr bitte. Kann schon mal die Darmentleerung einleiten. Schön, da haben wir schon mal zwei Kühe. Ja, genau, Herr Röchelmann. Nee, Kühe gibt's hier genug. Können eigentlich nur Kühe scheißen oder jedes Tier? Das weiß ich nicht. Ich habe das intuitiv halt immer mit Kühen gemacht, aber gut. Mhm. Ich glaube, wenn, dann sind Kühe auch am effizientesten. Ja, so sehen die mir auch schon aus. Die sind dafür geboren, das ist klar. Kannst du mal ein bisschen Kohle machen, dann kann ich schon mal den Generator unten anwerfen. Ach so, ja, gut, klar, nee, das ist leider Gottes immer noch notwendig. Du kriegst mal halbes Deck. Oh, da ist eine Spinne in deinem Haus. Ja, das ist auch noch nicht ganz. Alter, das ist schon scheiße. Hier gaudert aber auch jeder Heckenpenner rum, das ist unglaublich. Arschgeburten. So, ciao. Gut. Ach, Creeper ist ja auch. What the fuck? Ach, das Soundpack ist sinnvoll. Oh, hier kommt schon die erste Scheiße kommt raus. Kommt schon Scheiße? Wunderbar. Das muss ich mir gleich mal gönnen. Aber erstmal wird... 27, 28, 29 Millibuckets. Oh, sie fangen an. Sie fangen an, sich zu entfalten. Es ist dumm. Kann ich hier... Oh. Okay, so geht's. Okay, ja, mein Jetpack ist jetzt leer. Ach, ist alles Mist. Zeit, dass diese EU-Not mal wegkommt, ey. Meine Güte. Der macht Großsua aktuell 15 Millibuckets pro Sekunde. Mhm. Also mit einer Kuh. Ich denke mal, mit mehreren Kühen wird das dann noch... Ja, jetzt wird's erstmal munter hier. Klar, jetzt gibt's erstmal die dicke Scheißerei hier. Dann gibt's jetzt erstmal noch das letzte... Und dann kommen noch da mit dem Range-Upgrade, kommen da noch mal genug. Oh, der Größere macht sogar mehr. Der macht so... Der macht wahrscheinlich von allen Kühen dann noch mal, ne? Ja. Da kommen jetzt auch noch ein paar lustige... Der hat aber noch eine Redstone-Engine. Das wird dann noch gar nicht rausgezogen. Ach so, ja gut, mhm. Der braucht noch... Ja genau, die müssen sie sich auch noch machen. Ich glaube, wir sollten aber ein paar Eisenpipes machen, weil die
Scheiße fließt hier manchmal wieder zurück. Das ist so dumm gelöst. Was ist das für ein Müll, ey? Die haben doch immer Source und Destination. Das wissen die ganz genau. Das ist nur so ein dummer Balancing-Aspekt wieder. Das ist affig. Ja, also wenn die Viecher hier verladen und dann, ja, dann werden wir uns über alles andere kümmern. So, okay, alles klar. Ich denke mal, das ist jetzt erstmal für den Anfang genug. So, ich habe hier noch Redstone Engines. Oh, alter Creeper. What the fuck? So. Achso, mein Jetpack ist ja leer. Darf man nicht vergessen. So, wo fehlt der Müll hier? Oh, hier, der ist kacke. Der ist schon voll. Der ist schon voll gelaufen, oh, der große. Das ist... Es ist einfach schon Premium. Wenn das so schon solche Gestalten annimmt, das ist perfekt. Ah, es wird alles doch, wie gesagt, aufs Screen wieder schön, schön gemacht. So, abpumpen den Wix. Rotbraune Kacke fließt in unseren Komposter. Sehr schön. Und jetzt noch hier oben fehlt es noch, ja. In die waren natürlich sehr schön. So, und hier die Fluidpipe. Und dann schön mit Eisenfluidpipes. Ja, die brauchen wir auch nochmal. Da bist du ja, weil du dir erinnert hast, bist du dann der Berufene dafür. Ich mach die gerade und dann... Oh, wir haben schon einen Fertilizer. Ja, oh, das ist natürlich gut. Ja, der braucht wirklich einen Bucket. Und den zweiten Fertilizer. Na gut, okay, aber sie kacken schon einiges. Das ist wunderbar. Und... Nee, der braucht zwei sogar. Zwei Liter? Boah, WTF. Warte mal, du kannst hier Austria 3 fixen. So, viel Spaß. Ich brauche aber noch einen Wrench. Ja, den kriegst du auch noch gesponsert. Ich bin heute mal so nett. ja, gut. Du musst ja einfach nur beim ersten Mal perfekt setzen. Das ist die Extra-Challenge. Frag ich mich, ob das überhaupt geht. Oh, der hat er sogar richtig gemacht. Das ist die Kunst. Du musst einfach nur perfekt setzen. Und wieder. Und wieder. Einfach episch. Perfekt. Oh ja. Oh, der siehst du die Scheiße? Siehst du die Scheiße? Sie fließt in rauen Mengen. Ich sag's dir. Alter. Oh. Er macht das voll. Er macht das voll, bevor der Zyklus fertig wird. Er macht das jetzt voll. Die Scheiße ist bis oben hin. Ein Highlight. Die staut sich schon in den Teich. Die Scheiße staut sich voll. Es ist perfekt. Endlich geht mal was hier schnell. Es ist alles so langsam hier. Aber und jetzt müssen wir das hier oben reinpacken in den Fertilizer. Ja, das stimmt. Aha. Da, eine Extraktion. Den Hebel kann man... Das ging mittlerweile auch an den Decken, ne? Ja. Oh ja. Oh, es fließt die Scheiße. Düngt er? Oh ja. Sehen wir schon Früchte tragen hier. Ich weiß nicht, wo der hindüngt. Ja, deswegen, ich versuche das gerade zu überblicken. Aber das ist so schön, dass das so schnell geht, Alter. Was zur Hölle? So viel Kacke. Ich glaube, wir müssen auch noch. Da kann man gleich direkt noch einen Komposter eigentlich fast noch machen. Hauptsache hier diese blöde Gummiproduktion. Die läuft einfach komplett vollautomatisch. Das ist verrückt. Der hat schon da irgendwie fast 1000 Gummi produziert. Das ist echt so eine Sache. Ich meine, hier ist ja auch pausiert. Der craftet ja erstmal hier Plant Balls. Oh, der ist schon 24. 25. Er macht am laufenden Band, ich sag's dir. Ich habe ja einen Masterhebel ja noch nicht umgelegt. Dann würde ich sagen, legen wir den mal schon wieder um. Dann geht nämlich die ganze Produktion dann hier los. Und wir brauchen neue Plant Balls. Ja, ja, dann mach ich wieder neue Plant Balls. Ich mach Unmengen jetzt, ja. Mhm. Er ist auf 92 Grad. Oh Gott. 93. Es ist ein Event. 98. Er macht gleich schon Dampf. 99. Er macht gleich Dampf. Oh ja. Rein damit. Oh ja. Leben am absoluten Limit. Obwohl die Düngefarm, also das hat sofort gut geklappt, aber hier ist es echt Leben am Limit. Okay, jetzt wieder. 100. Komm, die 99. Ist der Druck. Okay, jetzt. Alter. Er macht Dampf und jetzt geht's nämlich Haywire, sag ich dir. Gleich erst. Der muss erstmal so zur Hälfte voll werden, dann stoppt stimmt, der Dampf. Ach ja, genau, weil es ja erst in diesem Boiler hat der auch. Alter. Ich werd behindert. Erstmal muss der Druck aufgebaut werden. Ich krieg hier schon Druck, das braucht gar keine Maschine dafür. Das ist, oh Gott, Alter, was ist das hier für Zustände? Das hier? Die Kühe bräuchten mal Druck. Ja, die brauchen gleich mal wieder richtig Druck, denn die kriegen gleich wieder ihr Flux-Cable, dann wird's wieder die ultimative Darmentleerung eingeleitet. Aber ich will erstmal Dampf hier bekommen. Die Dinger verbrauchen mir zu viel Strom. Dafür, dass wir aktuell gar keine Plant-Boards von dem System beziehen. Ja, erstmal muss hier Dampf generiert werden. Die ganzen Spiele werden gerade runtergeladen mit dem Steam. Jetzt verbrennt er wieder Ethanol und heizt wieder langsam hoch.
Schon, ja, ich bin stolz. Auf 100 Grad ist er leider noch nicht so effizient. Ja, er macht so. Guck mal hier, das siehst du ja an hier. Sobald er Dampf macht, sollten wir genug Strom haben. Dann sollte das hier eigentlich sich selbst erhalten. Ja, man hofft es. Aber ich traue dem Braten echt nicht. Wenn da mal ein Server-Restart kommt und dann eine Maschine nicht funktioniert, dann darf diese ganze Kotze nochmal machen. Nee, also das ist irgendwie... Das ist echt befremdlich hier. Das soll einfach nur laufen jetzt. Da habe ich es mir damals aber echt einfach gemacht. Da hatte ich einfach nur einen Lone-Spawner mir irgendwie geholt und den dann einfach mit lauter Generators gemacht. Ende. Aber ich meine, das muss ein bisschen was fürs Auge sein. Das ist halt so. Kommt nicht von ungefähr hier, das ganze Zeug. Boah, 120 Grad, Alter, ich sag's dir. Aber erst wird wieder kalt. Los, macht Ethanol. Okay, jetzt kam wieder was dazu. Alter, das ist immer so ein kleiner Stoß Ethanol. Wir leben am absoluten Scheiß-Limit, Alter. Oh, für absolute Volldeppen. Oh ja, es füllt sich mit all den Steam-Spielen. Oh, pumpt der schon? Oh ja. Macht er jetzt schon? Oh ja. Da kommt ein ganz bisschen was raus. Oh ja. Oh ja, jetzt hat er genug. Jetzt geht die Electrical Engine richtig ab. Na, immerhin. So, jetzt hier, der MFI macht auch... Oh, Alter, der wird schon direkt wieder entzogen. Er fühlt sich. Wir machen Stromfluss und das nur von so ein bisschen Dampf. Ja, die ist immerhin übertrieben. Das ist immerhin gut, dass das so übertrieben ist. Du könntest sogar später noch hier einen zweiten Steam-Turbine da dran packen. Ja, definitiv. Also der macht, also wenn er dann einmal richtig, richtig Bock hat. Wenn der Boiler richtig am Laufen ist. Wir haben ja noch eine Watermill, genau. Und die Plant-Balls werden langsam weniger. Ja, das gehört dazu. Ja, genau. Wir müssen jetzt könnten wir ja theoretisch wieder das, ja, zack. Und ab geht's. Gut, mit den Samen ist noch nicht geklärt. Okay, jetzt kommt, oh, da sehe ich schon direkt die ersten Tropfen Kacke, die hier durchfließen. Es ist einfach ein Traum. Oh, und der Dampf fließt schön in die Turbine. Oh ja, und rein mit dem Plant-Ball, so mal einen halben Stack. Gönn dir. So, wie viel Strom haben wir? Die Bedbox ist voll und die MFE fühlt sich. Och Mann, Alter, das ist echt wild. Hat auch kaum unsere mentale Gesundheit gekostet. Das ist doch super. Ja, die MFE ist voll. Oh, Aber der Generator, der macht dann nichts mehr, der ist jetzt auch voll. Es ist einfach wild. Ich werde, glaube ich, die ganze Nacht hier AFK stehen, damit es das voll füllt hier. Na gut, aber ich würde behaupten, wir optimieren das Ganze nochmal zwischen den Folgen, sonst könnt ihr das nächste Mal zeigen. Und wir schauen mal, was wir noch für Optimierung machen können, damit das mal nochmal in Ruhe das ganze System gezeigt. Vielleicht werden wir nochmal ein paar Kabel auch schön verlegen, wir werden das sehen, aber für diese Folge soll es das erstmal gewesen sein. Es ist auf jeden Fall ein Hardcore-Feeling und ich bedanke mich mal wieder herzlichst bei unserem Kollegen Tellerer, der hier mal wieder tatkräftig als Gülle-Experte gedient hat. Und dann... Würde ich behaupten, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, vielleicht auch immer mal wieder mit Gast. Tillera wird wahrscheinlich immer wieder mal seine Star-Allüren hier preisgeben. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Tschüss.